Mit Höhen und Tiefen, glaube ich, mit schönen Gefühlen. Nazi tut mir immer gut und natürlich jetzt, wo ich ein bisschen weniger gespielt habe, wird jetzt hier voll angreifen und natürlich den ersten Schritt machen, dass ich wieder im Verein spielen kann. Das Zeichen setzen? Absolut. Darum sage ich auch, dass es zum richtigen Zeitpunkt jetzt gekommen ist. Ich freue mich riesig. Ich brenne schon drauf auf die zwei Spiele und ich glaube, wir wollen dort anknüpfen, wo wir aufgehört haben zuletzt. Und natürlich ich persönlich auch. Ich würde nochmal einen Schritt mehr, als ich zuletzt hier gebracht habe. Wie würden Sie die Zeit beschreiben jetzt zwischen diesen zwei Zusammenzügen in Hoffenheim für Sie? Ja, ich glaube, das letzte Mal hatte ich ein paar Spiele dabei gehabt, aber leider keine Punkte. Und das mal genau so umgekehrt. Ich glaube, ich habe jetzt die beiden Phasen durchgemacht. Jetzt muss man Mitte finden und Mischung finden. Und darum denke ich, habe ich eine gewisse Erfahrung mitgenommen. Und darum sage ich auch, dass ich jetzt schon hier direkt den Nazi angreife und sobald ich zurückgehe, natürlich spielen werde. Können wir noch ein bisschen tiefer gehen? Wie schwierig ist es für Sie in Hoffenheim im Moment? Ja, so schwierig auch nicht. Ich glaube, wir haben gepunktet, wir haben als Mannschaft erfolgreich Fußball gespielt, gewonnen und natürlich mit dem Vorfall zum Schluss ist es einiges Spiel. Und darum sage ich auch, dass Nazi jetzt gut kommt. Wieder neue Gesichter zu sehen, neue Herausforderungen. Und dann, wie gesagt, will ich zurück und spielen und punkten. Der Trainer hat sie unbedingt gewählt, jetzt haben sie nicht so viel gespielt. Wie ist das Verhältnis im Moment? Genau gleich gut. Ich schätze den Trainer genau gleich. Ist ganz normal. Es kann auch sein, dass er ein bisschen Druck von mir wegnehmen will, weil wir die ersten 3-4 Pflichtspiele verloren haben und ich auch hier etwas beitragen habe. Oder besser gesagt, nicht auch etwas beitragen konnte. Und jetzt kommt eine neue Phase für mich, die ich auch durchgemacht habe und dass ich auch dranbleiben bin und das zeige ich auch. Und wie gesagt, jetzt die zwei Spiele in der Nation und sobald ich zurückgehe, werde ich wieder voll angreifen. Körperlich völlig fit. Absolut.